So, willkommen zurück zu Pier Solar nach einer sehr, sehr langen Pause. Es kam hier sehr viel dazwischen. Mein Sohn wurde eingeschult und geht in die erste Klasse. Da war klar, dass erstmal die Priorität am Kind setzt. Dann war ich auch noch ein bisschen krank. Zwischenzeitlich habe ich hier Allgemeinkanal Urlaubspause gemacht. Aber jetzt geht es frisch weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was hier so los war. Ich muss jetzt erstmal die Steuerung kurz ausprobieren. Dreieck war Menü, okay. Kreis und X ist nicht belegt im Moment. Naja, da war hier keine. Ja, das sind wahrscheinlich Schnellzauber, die ich nie verwendet habe. Rauf, runter. Ich kann mich nur noch erinnern, grobe Züge, dass ich in einem endlosen Dschungelterrain war und dann in einem endlosen Waldterrain, zwischenzeitlich in der Wüste. Und dann bin ich hier, glaube ich, in einer Holzhütte gelandet. Ich weiß noch nicht so genau. Jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr schauen. Okay. Weil ich will die Videos möglichst kurz. Oh, da hinten wartet gleich eine Schatztruhe auf uns. Ich will die Videos möglichst kürzer und pfiffiger halten. Und ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen an der Sendeausstrahlung ändern, was. Hallo? Mann, keine Bewegung. Was macht ihr in meiner Hütte? Frau. Schatz, nimm die Waffe runter. Sie sehen harmlos aus. Umdrehen. Ich will eure Gesichter sehen. Oh, oh, oh. Da werden wir hier gleich bedroht von dem Kerl, ja? Verzeihung, mein Herr. Wir sind Wanderer. Und wenn ich frei sprechen darf, wir suchen einen Platz zum Schlafen. Ach so, schon klar. Entschuldigung wegen vorhin. Kommen nicht viele Leute hier vorbei. Kann nie vorsichtig genug sein, ne? Aber wenn ihr nur einen Platz zum Pennen braucht, kein Problem. Wir verstehen ja nur zu gut. Vielen herzlichen Dank. Ihr werdet alles sehr erschöpft sein. Bitte macht es euch gemütlich. Schöne Hütte habt ihr hier. Ihr habt es sicher friedlich hier. Sicher das. Sind hier seit wir geheiratet haben. Ihr seid erst der zweiten Besucher, die wir dieses Jahr gehabt haben. Ach ja? Ja, ist eine Weile, ja. Da sind eine Frau mit ihren Knaben hier durch. Oh. Die Frau war wunderschön. Der Sohn ebenfalls. Mir haben sie nicht gefallen. Haben uns die ganze Zeit die kalte Schulter gezeigt. Könnten einem glatt der Schwanz abfrieren bei. Hey. Ja, nun, peinlich. Der Junge, wie heißt er? Nun, er erinnert mich an dich, Bub. Wie an mich? Ach du, natürlich sieht er ihm ähnlich. Du siehst ja kaum hier mit fremden Menschen. Und dein Namensgedächtnis ist furchtbar. Der Name war Cleo irgendwas. Sie sehen für dich doch alle gleich aus. Genau, Cleo Neo. Das war's. Sehen alle gleich aus. Wenn du es sagst, schon witzig, dass ich hier unser Häusle auf dem Weg gefunden habe. Nach, ja, wohin überhaupt? Wir müssen auf die andere Seite dieses Baums. Aber wir müssen wohl mittendurch. Ein Weg drumherum scheint es nicht zu geben. Alles ist so dicht überwuchert. Na, da werde ich helfen. Zuerst braucht man einen Biber. Je fetter, umso besser. Dann macht es euch doch bitte bequem. Ich mache gleich Essen. Ihr bleibt doch ein Weilchen hier, nicht wahr? Lieben gern. Suchen wir einen Biber. Je schneller, umso besser. Je fetter, umso besser. Dummkopf. Meinetwegen. Wir sollten los, bevor es dämmert. Oder wir finden nie einen. Okay. Dann müssen wir jetzt einen Biber suchen, scheinbar. Das ist ja mal richtig lustig. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Ich bin in der Küche. Oh ja. Wenn ihr nichts Böses vorhabt, könnt ihr hier knacken. Und er hat so einen Dialekt. Ich weiß jetzt gar nicht, woher dieser Dialekt kommt. Aber auch ganz nett gemacht. Was ist hier? Okay, das kann man nicht berühren. Einen Biber. Wie soll man denn einen Biber finden? Oder fangen, wohlgemerkt. Schauen wir mal. Jetzt weiß ich gar nicht, was da drin war. Habe ich glatt wieder vergessen. War ein bisschen aufgeregt. Also, Pinienwald. Schauen wir mal, ob wir hier einen Biber finden. Ich hoffe, das wird nicht allzu schwer. Da piepst was. Weiß nicht, ob ich hier alles gefunden habe. Es ist schon so lange her. Ich kenne mich hier gar nicht mehr aus. Das macht nichts. Vielleicht ist es dieses Piepen bereits ein Biber. Ich bin mir nicht sicher. Da geht es nach C4. Okay, da waren wir schon. Da brauchen wir nicht mehr hin. Hallo? Das ist aber schon ein bisschen... also mal ganz kurz was dazu sagen. Hier ist schon ein bisschen... Naja.
nicht so gelungener Übergang, würde ich behaupten. Vom Berg aus direkt in den Wald geschissen. Also, ja, so eine Art. So, da, das scheint ein Biber zu sein. Ich bin mir ganz sicher, aber da komme ich nicht hoch. Nee. Da komme ich nicht hoch. Aber da war ich schon mal oben. Ah, ja, da gab es ja diese, jetzt hat... Aber ist das ein Biber? Ich weiß es nicht. Da gab es diese Fähigkeit. Moment. Zauberliane. Schwupp. So, ist das ein Biber? Natürlich nicht, ist nur irgendein Tier. Sehr schön. Ich dachte, das wäre gleich der Biber. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Müssen wir mal gucken. Da hinten ist eben auf jeden Fall noch irgendwas, was ich nicht gefunden habe. Vielleicht hat das mit dem Biber... Ist das ein Biber? Das ist ein Biber, eindeutig. Hey, ein Biber! Ja, lasst uns vorsichtig sein. Wilde Tiere können ziemlich garstig werden, wenn man sie in die Enge treibt. Oh, aber der sieht doch ganz zahm aus. Fiep. Siehst du, er mag uns. Hm, scheint so. Na, dann kommt er ja wie vielleicht mit mir. Fiep, fiep. Also für mich klingt das nach einem Ja. Nehmen wir ihn mit zur Hütte. Okay, das ging jetzt ziemlich einfach. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich dahin den Schatz noch suchen soll. Ob ich das mich noch trauen soll, wenn ich schon den Biber habe. Ich will hier auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Aber wir gucken mal ganz kurz. Das war ja hier ganz in der Nähe. Hat ja hier gleich gepiept. Ja, hier. Vielleicht kommen wir ja da ran. Weiß nicht, was das war. Ah ja, hier unten. Irgendwo. Piept. Da ist eine Treppe. Dann gehen wir mal dahin. Da scheine ich grob was übersehen zu haben oder nicht erreicht zu haben. Ach so, ja, hier. Da bleibe ich überfragt mit. Ich kann mich entsinnen. Ja, da kam ich nicht hoch. Aber wo ich da hochkomme, schauen wir mal ganz kurz, ob wir irgendeinen Zauber parat haben, der da helfen könnte. Heaven Blow. Nee, das bringt nichts. Nee, also da war ich das letzte Mal schon überfragt, was ist jetzt los? Oh, jetzt habe ich den Zauber doch aktiviert. Macht nichts. Da war ich das letzte Mal auch schon überfragt, wie ich das erreichen sollen würde, könnte. Und gut, dann auf zurück zur Hütte. Wir wollen ja weiter durchstarten. Recht wichtig kann das auch nicht sein, was da drin ist. Und wenn es wichtig ist, dann schreibt es mir in die Kommentare und hatet mich dafür. So, bin ich jetzt hier richtig? Ich glaube, jetzt habe ich mich verlaufen. Schön. Erstmal verlaufen hier. Nee, da unten geht's weiter, genau. What? Wo kam der denn her? Habt ihr das gesehen? Der hat sich anderweitig beschäftigt. War wahrscheinlich mal kurz austreten. Wir wollen das jetzt nicht so schmuddelig ausdrücken, weil sonst werde ich hier gestrikt. Ja, bei YouTube geht's ja ganz schön ab. Da frage ich mich schon, was momentan los ist, aber wobei ich eigentlich schon lange vorhergesagt habe, dass das irgendwann passieren wird, weil allein durch Werbefinanzierung ist klar, dass dann irgendwann der Ofen einfach aus ist, dass die Werbefinanzen abspringen, dass sie so viel Werbung geschaltet haben, wie sie nur wollten und jetzt interessiert das nicht mehr. Die Leute sind schon geimpft, auf gut Deutsch gesagt. So, wenn ihr nichts Böses habt, könnt ihr hier knacken. Ja, ja, wir haben den Biber. Wo ich ganz wie zu Hause. Ja, und jetzt hat. Ich habe doch den Biber gefangen, dachte ich. Muss der da rein vielleicht? In dieses Gitter? Was ist denn das? Ah ja, gut. Ha! Na, das ist ja mal ein Pracht-Exemplar. Ist bestimmt saftig und zart. Ich brauche mein Schätzchen. Rackel. Schrei. Rackel. Rackel. Rufen Sie Ihre Frau? Die steht doch gleich dort. Ack. Sack und Asche, nee, nee, Rackel ist meine Machete. Muss doch irgendwo sein, verdammtes, verdammig. Bringt den Biber schon mal raus, dann fangen wir an, wenn ich sie hab. Irgendwas stimmt nicht mit den Leuten, die ihre Werkzeuge oder Maschinen Namen geben. Okay, also anscheinend wollen die jetzt, glaube ich, den Biber. Soll das unser Essen sein? Das ist ja eklig. Ich dachte, er hätte nach dem Biber gefragt, weil er uns helfen kann, aus diesem Wald rauszukommen. Dieser Saftsack nutzt uns aus, um so sein Abendessen zu jagen. So gerissen sieht er gar nicht aus. Moment mal, denkt ihr das Gleiche, was ich denke? Wir können den Biber verwenden, um den Baum zu fällen. Glaub mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner außer dir daran gedacht hat. Du unterschätzt den kleinen Kerl. Wenn er in dieser Gegend lebt, sollte er bestens dazu in der Lage sein.
Okay, nehmen wir mal an, dass du recht hast und nicht einfach nur übergeschnappt bist. Husten streut etwas weißes Puder in zwei der Teetassen. Alter, nee, oder? Was hat er da für ein Puder dabei? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Der Tee ist wirklich ganz ausgezeichnet. Bitte vergessen Sie unsertwegen nicht Ihre Tassen. Bald ist er kalt. Ach ja, natürlich. Hier, Schatz. Fein. Weißt du, wie ich kalten Tee hasse, ne? Wird das wirklich funktionieren, Husten? Hehe, abwarten und Tee trinken. Oh, was für ein Wortspiel. Es soll auch das Gedächtnis beeinträchtigen. Wenn Sie also uns wiedersehen, werden Sie sich wohl kaum an die Sache mit dem Biber erinnern. Gut gemacht, Kleiner. Jetzt nichts wie raus hier, bevor Sie zu sich kommen. Also, es ist ja nicht wahr, oder? Was hat denn der Husten dabei? Was ist das für ein Zeug? K.O.-Pulver? Für was hat er denn das? Vielleicht wissen wir einige Dinge noch nicht so wirklich über. Wie heißt es denn jetzt wieder? Da habe ich jetzt den Namen vergessen, muss ich mal glatt nachgucken. Notizenzauber, Inventar. Die Alina, genau, Alina war das. Edesot Rudi Kruller. Okay. Alina. Wahrscheinlich tut er die ab und zu mal betäuben und wir wissen nicht, was geschieht. Aber das ist ein bisschen streng ab 18. Also, ja, gut. Die schlafen jetzt halt. Die kann ich auch nicht mehr anfixen. Also nicht mehr, nicht mehr ansprechen. Es ist aber die Frage, welchen Baum muss ich denn mit dem Biber fällen? Jetzt habe ich den Biber, aber irgendwie. Ja, das ist jetzt ein bisschen fragwürdig. Gucken wir mal im Wald. Mal wieder in den Pinienwald, weil dann muss ja hier irgendwo der Baum sein, den wir damit fällen müssen. Denke ich mal zumindest. Also, der wird es nicht sein. Der steht mitten im. Obwohl. Vielleicht, dass dann auch irgendwo dieser Weg. Nee. Sich öffnet. Eine sehr gute Frage. Wo geht's weiter? Ich glaube, die Kämpfe habe ich gerade aus. Kann das sein? Das kommt mir sehr so vor. Will ich jetzt aber auch kurz mal so lassen. Will mich jetzt nicht gleich wieder in endlose Kämpfe reinstürzen. Das ist eigentlich ganz praktisch in dem Spiel. Man ist nicht gezwungen, die Kämpfe einzuhalten. Ich meine, man hat schon gesehen, man muss sie auf jeden Fall hin und wieder machen. Aber gerade in so einer Situation finde ich es ganz praktisch, dass es dann doch auch mal ruhig zugehen kann. Das ist aber die Frage, wo ich den Baum finde, der mich weiterführt, den ich mit dem Biber fällen muss. Vielleicht der hier, der im Weg steht? Nein. Da hoch mal kurz gucken. Da auch nicht. Irgendwo war ein Baum im Weg. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr, wo das ist genau. Hier ist Sackgasse, also ist es hier schon mal nicht. Irgendwo war was. Ich hab noch dunkel was in Erinnerung. Ganz dunkel. Der wird es auch nicht gewesen sein, kann ich mir nicht vorstellen. Aber die Schatztruhe, Mensch, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Das ist aber typisch für diesen Spiel. Also, die Schatztruhen hier sind schon sehr tricky. Ich weiß auch nicht, wie man da so mir nichts draufkommen soll. Wie das funktioniert. Hier, also hier sehe ich auch keinen Baum. Wollten die den Biber essen? Mein lieber Schieber, der arme Biber. Welch überragendes Wortspiel. Hier schaut es schon so ein bisschen danach aus. Aber hier lässt sich nichts aktivieren. Okay. Und vielleicht doch auf die andere Seite des Waldes. Ja doch, hier geht es schön rum. Gucken wir mal hier. Nö. Aber das ist der Baum, eindeutig. Das sehe ich. Also da geht es ja auch weiter da hinten. Das muss der Baum sein. Und gucken wir mal, ob ich irgendwie einen Hotkey nicht gefunden habe. Das muss er doch sein. Das ist der einzigste Baum, wo ein Weg nach hinten geht. Dann probieren wir mal Zauber. Hat jemand einen Biber? Ach, jetzt habe ich sie wieder aktiviert. Das war nicht beabsichtigt. Inventar. Schau mal, ist der Biber hier irgendwo im Inventar vielleicht? Eisenrüstung, Bronzerüstung. Lederbuch da, Biber. Benutzen. Okay, dann mal los. Ja, perfekt, gut gefunden.
Als wäre der Biber versklavt. Okay, dumme Frage. Woher wissen wir, dass er den Baum fällen und nicht einfach weglaufen wird? Oh, ich bin mir sicher, er wird's begreifen. Er ist uns schließlich was schuldig. Außerdem, Biber sind langsam, das weiß jeder. Handelt sich ja schließlich nicht um einen Igel. Igel sind schnell? Na und ob? Vergiss das nie. Nur mit den 7 Kräutern. Ja, hier mal ein bisschen Product Placement. Wie hieß die Zahncreme? Ich weiß es gar nicht. Dentagard, glaube ich. Was sagt man dazu? Es hat tatsächlich funktioniert. Biber sind stolze und noble Tiere und sie begleichen jede Schuld. Natürlich. Das war wohl eines der sonderbarsten Dinge, die ich je gesehen habe. Ich auch. Geht mir genauso. Lass uns gehen. Sonst müssen wir am Ende noch mehr Waldtiere retten. Okay. Sie haben es tatsächlich geschafft. Warum wird es jetzt hier hintergedrückt, das Ganze? Oh. Das ist doch dieser eine Typens, der wo in Wirklichkeit, glaube ich, sogar der Vater, also der Ziehvater von der Alina ist in der Kutte. Mich deucht, das war so. Oh, Pinienwald, ein neues Gebiet. Pinienwald. Oh, das ist auch Pinienwald, Pinienwald, Pinienwald. Der See und Mutsch, Mutsch. Ah, es gibt 3 Pinienwaldstelle. Gucken wir mal hier. Okay, hier ist einfach nur noch eine andere Stelle, die genauso aussieht. Dann würde ich sagen, dann tun wir die mal schnell durchsuchen. Dabei stellen wir dann aber die Kämpfe an. Story hat man jetzt schon ein bisschen. Zufallskämpfe mal 0, natürlich. Machen wir mal 1/4. Das reicht mir. Bei dem Spielverlauf hier. Also auch, muss mich auch erst wieder einkämpfen. Nicht, dass ich dann gleich verrecke. Die Speicherstelle ist weit entfernt. Will hier nichts offscreen machen. Oh ja, hier ist wieder so eine Stelle. Das gibt's ja nicht. Jetzt probieren wir es mal hier mit der Liane. Weil hier ist es ja doch ein bisschen freier gelegen. Aber das bringt nichts, okay. Also irgendwie haben wir da noch vielleicht eine Hüpftechnik oder eine Klettertechnik, die wir kriegen sollten. Vielleicht hier in der Höhle. Wäre ganz nett. Nein, die führt mich einfach nur zu einem anderen Ausgang. Aber wohin genau, weiß ich nicht. Und dann hier runter ins Dunkle. Die Grotte. Oh, scheiße, eine Grotte. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich hier so eine Lost Place Grotte finde. Gucken wir mal, was hier sich so tut. Ich hoffe, ich bin hier nicht gänzlich falsch. Oder viel zu weit. Nee, hier gibt es Schätze. Aber es ist cool, wenn hier die Dungeons... Goldbahn. Wenn hier die Dungeons mehr in so eine Richtung gehen, dass sie nicht zwingend gemacht werden müssen, aber einfach da sind. Sowas liebe ich. Also das ist dann... Weil dann hat man die Alternative zum normalen Weg. Und wird nicht so eingegrenzt in so lineare Wege. Das ist ja oft der Fall leider ist. Da unten war noch eine Schatztruhe, da will ich wissen, wie ich rankomme. Das ist ja wirklich gerade bei neueren JRPGs, wobei ich dieses Wort eigentlich nicht so mag, weil ich finde, dass das Rollenspiel-Klischee an sich, das ist ja durch Pen and Paper entstanden und nicht durch Japan. Also diese Formatierung. Darusäbel. Okay, gleich mal nachgucken. Ja, ein bisschen hustig noch, aber minimal. Also, keine Sorge. Dao-Säbel, wem gehört denn der? Ist der jetzt ganz vorne mit dabei? Eigentlich schon normalerweise. Nee, muss ich gucken. Da ist er. Dao-Säbel. Das ist für ihn. Der macht +4, aber macht auch was runter. Ich probiere ihn trotzdem mal. Sieht nämlich ganz nett aus. So. Ja, das ist bei JRPGs leider oft mittlerweile der Fall, dass die sehr linear abgehandelt werden und man eigentlich fast gar keine alternativen Wege mehr hat. Und das ist schon sehr traurig. Zum Beispiel bei Final Fantasy VII oder Chrono Trigger oder ja, diversen anderen Klassikern war es halt immer sehr schön, weil man halt auch einfach nebenbei sehr viel Dinge tun konnte und sich immer mal auf was anderes konzentrieren konnte. Mittlerweile hat sich ja das wirklich fast eingestellt. So sind Spiele eigentlich nur noch ein linearer Schlauch, der dich voranführt.
Und das ätzt mich an. Also so kleine Dungeons nebenher, die man mal untersuchen kann. Die sind schon sehr wichtig. Wohlgemerkt müssen sie dann auch ein bisschen was abwerfen, wie so ein Schwert hier ist ganz okay. Vielleicht so Side-Stories wären auch nicht schlecht. Das ist immer sehr gefragt bei mir. So. Mana-Trank. Gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt geht es da oben noch lang irgendwie. Das kriegen wir auch noch backen. Aber ist ja schon mal cool, dass sich hier so eine Höhle verbirgt. So. Dann hier oben lang. Ja gut, von der Zeit her dürft mal langsam auf die 20 Minuten kommen. Hab mir das so eingebildet, so 20 bis 30 Minuten maximal. Ich bin die letzten paar Mal auch mal auf 40 Minuten gekommen von der Länge her. Das möchte ich vermeiden, weil das sorgt doch dann schon ein bisschen für zu langfristig. Also zu langwierig, das muss nicht sein. Bloß bei einmal in der Woche ist das halt auch schwierig, denn man will ja auch irgendwann vorankommen und nicht monatelang daran arbeiten. Heiltrank. Aber ich denke trotzdem, dass ein wöchentlicher Abstand hier besser ist, weil ja, die Stammzuschauer, das sind ja so 4-5 Stück, mit täglich überfordern finde ich dann fast schon übertrieben. Aber muss ich jetzt einen Weg finden, wie ich das ein bisschen einpendel, wie ich das genau mache. Also hab da schon verschiedene Gedanken, wie es weitergehen könnte. So, ja, hier piepst es ja wie verrückt. Gucken wir mal. Pfefferstaub, okay. Ich glaube, der beliebt wieder, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und da scheint was zu liegen, aber ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich was liegt. Das kann natürlich auch Einbildung sein. Nee, da kommt man nicht vorbei. Und da piept es wie verrückt. Aber hier gibt es doch gar keinen Weg mehr nach oben. Wie soll ich denn da hochkommen? Hm. Schauen wir mal hier unten lang. Hier kommen wir nicht hoch. Irgendwo muss noch ein Weg nach oben sein, auf jeden Fall. Vielleicht hier irgendwie. Aber da ist Gemüse im Weg. Da kommen wir nicht hoch. Probieren wir es mal hier über diese Ecke. Das geht auch nicht. Da ist ein Stein im Weg. Ja. Und das ist halt auch schwierig bei diesem Spiel. Ja, hier gibt es jetzt nur noch den Weg nach unten. Also irgendwo ist noch eine Abzweigung, die ich noch nicht gesehen habe. Aber die ist nicht hier. Wohlgemerkt. Moment, vielleicht komme ich da noch irgendwo vorbei. Nee, das ist alles zu. Okay, dann muss ich wieder am Eingang zurück. Ja, für sowas bräuchte ich einen Zeittreffer. So wie bei Chrono Cross 2. Chrono Trigger 2, Chrono Cross. Da gibt es ja beim zweiten Durchgang diese Beschleunigungsmaschine. Die war da ganz praktisch. Ich glaube, bei Final Fantasy 7 Remade, nicht Remake, sondern das Überarbeitete, geht das auch. Finde ich heutzutage fast schon ein bisschen praktisch. Jetzt musste ich doch mal wieder husten. Es tut mir leid, der Husten, der ist halt ein Hauptcharakter hier in dem Spiel. So, gucken wir mal. Da sind wir reingekommen, nee. Ja, wo soll man denn da noch lang? Das ist wieder so ein Ding. Hui. Könnte ich mich schon wieder ärgern drüber. Noch eine Kiste, wo ich nicht rankomme. Vielleicht hier, war ich hier schon oben? Ja, oder geht's nur dahin? Ja, gut. Vielleicht von der anderen Seite irgendwo. Vielleicht gibt's noch einen zweiten Höhleneingang. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich will mich ja auch nicht festpflanzen jetzt. Moment, hier... Hier. Ja, da ist der Eingang. Moment, da gehen wir nochmal zum Eingang hoch. Irgendwo muss es doch noch eine Abzweigung geben. Kann hier nicht sein. Also ich habe keine gesehen. Gut, ich will mich hier jetzt auch nicht festfixieren lassen. Wer weiß, was da drin ist. Bisschen Äther, bisschen Tränke, vielleicht noch eine Waffe. Wer weiß. Gehen wir mal hier oben noch. Ja, da ist noch so eine Kiste. Oh, diese Kisten. Also, das ist wirklich vermaledeit. Ärgerlich. Sehr nervig, wenn sowas ist. Also, das kann man nicht öffnen, das blöde Ding. Aber hier ist eine. So, Heiltrank. Ne, toll. Also, wenn hier nur Heiltränke rumpflanzen,
ist das natürlich auch ziemlich sinnlos. Jetzt gehen wir mal hier noch rum. Dann werde ich auch langsam mal den Cut anstreben. Oh, 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 ein Kampf machen wir noch. Ah ja, das sind wieder die, also nichts Neues. Machen wir mal Autoangriff, einfach so, weil ich es kann. Habe ich mir das schon die letzten paar Male angewöhnt. Weil es doch ziemlich simpel ist, der Autoangriff. Was? Ein Schleim ist geflohen? Ja, da weiß ich schon, was entblüht. Was geht denn hier ab? Kommen die mal in die Gänge hier, oder was? Oh, 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 die scheinen ziemlich stark zu sein. Dann machen wir doch mal manuell. Angriff, Power Slash auf den Schleim und dann machen wir mal hier Zauber. Halt, nein, ich will einen Blizzard. Warum kann ich keinen Blizzard machen? Ach ja, ich muss ja erst ein bisschen sammeln. Okay, dann mache ich einfach mal durch. Hei, 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 hei. Einfach mal jeder einen ordentlichen Angriff setzen. Na also, geht doch. Das wollen wir mal doch hier manuell einspielen. Dass sie nicht hier so viel Quatsch machen. Wen hat er denn da als letztes angegriffen? Oh, die ziehen aber ganz schön ab. Das war mir gar nicht mehr so in Erinnerung. Na los. Oh nein. Irgendwas Neues. Ja, und der Schleim haut schnell ab. Das scheint irgendwie so. Der gibt bestimmt viel. Oder kann viel geben. Ich hoffe, ich erwische noch einen. Gibt ja immer wieder diesen räuberisch oder ängstlichen Schleim in solchen Spielen. Die, wo dann immer sehr schnell die Flucht ergreifen. Vielleicht ist das ja so einer. Und die haben dann meistens immer irgendwie eine hohe Drop-Chance, viel Experience Points oder etc. Deswegen gehen wir jetzt mal alle auf den Schleim. Da dürfte jetzt auch nieder sein. Da müsste jetzt Platz sein. Ja, gut. Ob das was gebracht wird, sehen wir dann. So. Tschack, tschack, tschack. Wen greift er denn immer da hinten an? Auf jeden Fall erwischt er immer die ganze Truppe. Das ist schon ziemlich heftig. Okay, der kleine Schleim hat nichts gebracht. Gut, sehr schön. Sieg, ihr habt insgesamt 294 Goldmünzen gefunden. Husten, bla 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 bla. Okay, nichts Besonderes. Ja gut, ich werde mich jetzt hier in den Baum legen. Und ja, dann mache ich hier den Cut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und die wird sehr wahrscheinlich dann auch nächsten Freitag kommen. Und ja, bis dahin erstmal. Ihr könnt mich dafür haten. Ciao.